Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Papers, Please. Endlich mal wieder. Ich hab so Bock zu spielen. Hab zwar nicht so viel Zeit, aber so Bock zu spielen. Also, Kinderserienmörder flieht aus VF-Gefängnis. Simon Wenz, geboren in Ostrowska, auf dem Weg nach Hause. Oh mein Gott, ein Kinderserienmörder. Das ist so krank. Aber sowas von krank. Außerdem spreche ich Astowska immer an, falsch aus. Also es heißt Astoska und ich sag's immer Astrowska. Hört sich irgendwie viel besser an. Passt auch viel besser zum Spiel irgendwie. Naja. 21. Dezember 1982. Immer noch Dezember und immer noch kein Schnee. Ich hasse diesen Typen. Inspektor! Weil der immer da ist. Lange nicht gesehen. Lesen Sie heute Ihre Depesche besonders gründlich. Wir werden mit vielen Arbeitern sprechen. Ihre Befragung steht vor der Tür. Ich werde sie persönlich leiten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Arbeiten Sie hart. Ja, unser bester Freund Oskar ist jetzt tot. Das klang für mich gerade so, als würde es bald vorbei sein und dass ich irgendwie so festgenommen werde. So, ich will kein Verhör. Oh Mann. Hinweis: Alle Beamten müssen sich einer eingehenden Befragung unterziehen. Unterstützer und Sympathisanten illegaler Gruppen werden unverzüglich verhaftet. Merkt ihr es? Unverzüglich verhaftet. Ihre Befragung wurde angesetzt für den 24. Dezember. An Weihnachten? Oh, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Verlassen Sie nicht das Ihnen zugewiesene Gebiet. Bitte wenden. Ostoskanische Pässe von Bürgern aus dem Inland sind weiterhin zu konfiszieren. Alter, jetzt gehen die aber ab. Scheiße, der hieß irgendwas mit Simon. Was ist der da? Oh, ich wusste gar nicht, dass. Oh mein Gott, das kann man aufmachen. Das wusste ich gar nicht. Für Sergio und deine Elisa. Oh mein Gott, das ist jetzt noch schlimmer. Sergio. Alias Oscar. So traurig, oder? Hallo. So, hier ist die Entschuldigung. Ich komme hier nur durch. Alles klar. 2 Wochen. Oh, ich bin schon wieder voll raus, ey. Wenn das ein, weiß nicht, so ein paar Tage nicht gespielt hat, dann ist man irgendwie richtig aus dem Game raus. Transit 47, 166. Stimmt alles so, das Zeichen ist richtig. Die sind weiblich und kommen aus Großgusse. Ja, stimmt alles so. Ich nichts übersehen habe. Habe ich nicht, nein. War cool. Oh, Schnucki. Ich habe die Zeitung gelesen, in der Stoffstadt gibt es ja. Vielleicht willst du sie ja. Da war ich. Es ist schön, gleich nebenan im Laden. Oh mein Gott. Kennen den da? Ich kenne da einen. Oh nein! Ja, die Daten so, dass wir. Das lese ich mir nachher mal durch. Aber er hat jetzt immer seine Sachen dabei, ey. Das ist echt vorbildlich. Keine Drogen diesmal am Start. Nice. Skal ist auch korrekt, männlich. Er wird nicht mehr gesucht, immerhin. Das ist richtig mies, ey. Man kann jetzt nicht mehr aus dem Land gehen, ne?
weil wir keine Pässe mehr haben. Hey, weißt du was? Eure. Nimm meinen Pass. Ich hole mir einen anderen, kein Problem. Während ich schnell auswendig und rück dann wieder raus. Ich will keinen Ärger kriegen. Quetscheurkunde für. Sieht total echt aus. Einreise genügend, fairer Preis, keine Frage, schnell bearbeiten. Bedingungen sehen, Rückseite. Pass 20 Mal. Einreisebeleg 5. Achso. Kunde muss obsolischen Pass zwecks Änderung vorlegen. Service an der Grenze von Astroscope, ja. Fragen Sie nach. Zettel. Timofei W. Auf den Eure. ist wirklich schön, jede Menge Schnee. Eure. Keine Ahnung, wo meine Eure. Familie noch fest herkommt, aber du Eure. kannst ja ein kleines Kirchen, dir fällt schon Eure. was ein. Viel Glück. Der ist voll weg, Eure. ey. Vorschriften missachtet. Unautorisierte Konfiszierung eines Fasses. Wer hat das da einfach reingesteckt? Kann ich ja nichts für. Sonst habe ich ihr nicht zugehört. Kacke. Was hast du gesagt? Besuch 90 Tage. Das stimmt so. Abgelaufen. Hello? Wow. Ein Abstempelmeister. Ich habe es gelernt. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Sie wollen hier arbeiten. Sie sind ein Mann? Ja. Schauen Sie noch mal genau hin. Sorry. Was soll denn? Ja, ist falsch. Ist auch gesehen. Nächster. So, Jundach. Mit Freunde besuchen. Für ein paar Wochen. Paar Wochen? Also, ich habe gelernt, ein paar Wochen sind mindestens. Drei. Ja, und einige sind zwei. So was lernt man hier nämlich im Game. Was ihr Bescheid wisst. Polio, ja. Weiblich! 61 stimmt, dunkle Haare, ja. Lern das. Ist, glaube ich, auch richtig. Und das, ey. Was? Ich glaube, das Bild stimmt ja nicht. Ah, doch. Hat gestimmt. Oh, meine Hände sind wieder schwitzig. Eben ging das die ganze Zeit, obwohl da hatte ich meine Hände nicht an der Maus. Ah, gut sehen sie aus. Mikael. Oh. Ist abgelaufen. Sorry, so kann ich sie nicht reinlassen. Das ist voll wichtig im Impfstoff und so. Was? Fast nicht konfisziert. Oh, Scheiße! Die muss man ja konfiszieren. Ist, dass er bald hierher kommen wird. Ich weiß, es ist kein kleiner Gefahr. Lassen Sie ihn durch, wenn Sie ihn sehen. Aber nehmen Sie ihn zuerst den Pass ab. Ich komme wieder. Sie geben mir seinen Pass und ich spüre ihn auf. Aber ich muss ihn dafür erst behaften. Außerdem stehe ich nicht auf Kinder. Warum? Was will er denn? Nein. Nein, das unterstütze ich nicht. Der soll verhaftet werden. Er wird verhaftet. Warten Sie mal.
nein. Ach so. Hä? Warte, wie fehlt doch was? Mein Tisch war nicht so voll. Ja, sowas ist Pflicht. Sorry. Ist jetzt neu. Brauchen wir. Wir haben schon wieder zwei Verwarnungen. Ich muss besser aufpassen. hey. Was ist mit ihrem Pass? Warum geben Sie mir das nicht gleich, wa? Nein, man muss erst mal fragen. Schön, Natascha, dass Sie männlich sind. Komm, fragen Sie. Warum frage ich wohl? Sie sehen so männlich aus. Sie sind aber eine Frau. Schnucki, was ist denn da falsch gegangen? Es gibt ein Problem mit dem Papier. Weiß ich nicht. Schuldasch! Ich war echt langsam. Ich habe 10 geschafft. Oh, warte. Ich habe einen neuen Pass! Ihre Frau hat ein altes Familienfoto entdeckt. Sie können nun allein nach Obristan flüchten. Ich lasse meine Familie nicht hier. Und jetzt habe ich verstanden, was sie damit meinten mit der 4 und so. Davor hatten wir einen astrophskanischen Pass. Und dann 4 davon. Also für jeden hier ein. Und das macht aber gar keinen Sinn. Da hätte einer keinen gehabt. Also die Nichte ist ja eh später gekommen. Ich weiß nicht, ob die einen hatte. Und ich möchte nicht alleine flüchten. Ich flüchte nicht ohne meine Familie. Straßensperre für kolechische Resolution. Geteilte Stadt bleibt Zahnkapfel. Zankapfel. Zahnkapfel. Zankapfel. 22. Dezember 1982. Oh mein Gott, ich muss meine Sachen da abhängen. Weg da, ich muss meine Sachen abhängen. La la la. La la la. Das ist ein Familien. So sehe ich aus. Los. Wie sie für Klaus. Das ist mein Sohn. Das ist mein Onkel. Vielleicht ist es hier ja gar nicht so übel. Bei all dem, was gerade geschieht, ist so ein Besuch an Grenzübergang eine reinste Erholung. Sie haben 7 Verweise bekommen. Ach, schon wieder? Es gibt keine Urkunden mehr. Ah, ich bin so schlecht. Und jetzt hänge ich alles wieder auf. Das ist mein Familienfoto. Hier was von meinem Sohn. Das Kind kann ich nicht aufhängen. Das ist voll gruselig. So, Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche, Hinweis. Alle Beamten müssen sich einer eingehenden Befragung unterziehen und unterstützen und sympathische illegale Gruppen werden und 24. Dezember. Wir haben 2 Tage. Verlassen Sie sich nicht. Pässe vom Lagern weiterhin zu konfiszieren. Immer noch der. Immer noch der. So, bitteschön. Ich möchte eigentlich auch mal gerne mit der anderen Waffe schießen. Habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Weil ich immer denke, ich kann damit nicht zielen. Ich suche Asyl. Geben Sie mir Ihre Finger. Sie Asyl suchen. Oh. Sie kriegen Asyl. Lassen Sie mich das hier noch überprüfen. Daten. Oh, das ist abgelaufen, Stubby. Dieses Dokument ist abgelaufen. Bitte haben Sie doch Erbarmen mit mir. Sorry, ich werde wahrscheinlich bald verhaftet, deswegen kann ich das nicht tun. Moin! Sage gar nichts. Was tun Sie denn da?
Sie sind ein Serienkindermörder, Kinderserienmörder. Mach mal ein Visum. Danke. So, Daten. Schön, schön, schön. Wieder ein Peter. Ja, ich sage schon wieder, weil ich mir eben gerade erst eine Folge von mir angeguckt habe. Und da war auch ein Peter. 83. Sie haben einen Schnurrbart. Der steht Ihnen sehr gut. Sie wollen einwandern. Huch. Der Name stimmt. Das Zeichen stimmt. Sie sind männlich. Dies stimmt auch. Moin. Wieder mein Buch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Also es wird auch langsam langweilig. Besuche Verwandte. Ein paar Wochen. Schönes Bild, das Sie da an der Wand. Erinnere mich daran, dass ich ja auch mal eine Familie hatte. Oh, jetzt seien Sie mal nicht so, ja? Heutzutage. Ja. Ist das komisch mit den Familien. Das stimmt so. Das waren ein paar Wochen. Ja. Er besucht Verwandte und sagt dann sowas wie: Ja, das erinnert mich daran, dass ich auch mal Familie hatte. Sie sind ja ein interessanter Mensch. Danke. Passen Sie gut auf Ihre Familie auf. Man verliert sie nur allzu leicht. Ja, deswegen will ich auch nicht gehen. Zahnmedizin. 60 Tage. Das Zeichen stimmt, glaube ich. Oh, das ist abgelaufen. Sorry. Ja, nee, sorry. Das kann ich leider nichts machen. Ich mache auch nur meinen Job. Haben Sie ihn gesehen? Was? Er hat sich doch gebeten, ihn durchzulassen. Jetzt wird er seiner gerechten Strafe entgehen. Verdammt. Geben Sie mir sofort das Foto zurück, meiner Tochter zurück. Ja, aber ich habe doch seinen Pass. Sie war doch noch ein kleines Mädchen. Er hätte seinen Pass nehmen können. Weißt du, wenn der raus ist, kannst du ihn immer noch verfolgen. Hier um zu arbeiten. 3 Monate. Sport. Ja, ich bin kein Mensch, der so Sport macht. Wenn dann nur in einer laufen. Zeichen stimmt. Gewicht stimmt. Arbeit, ja. Ja. Lord, das stimmt auch. So. Was? Notwendige Impfung fehlt. Scheiße. Oh Mann, da achte ich da einmal nicht drauf, ne? Und schon. Mein Visum wird. Ja, ich will. Das ist die ganze Nummer, bevor ich einreisen kann. Sorry. Schon wieder habe ich ein Ding gesehen, ja. So ein Kack. Ich krieg keine Urkunden mehr. Suche Asyl. Julio ist da. Ah,
alles miteinander hier vergleichen. So. Oh, ich habe beim dem letzten, der Asyl gesucht hat, gar nicht das Geburtsdatum überprüft. Egal, der ist eh nicht reingekommen. 94. 84 wollte ich schon sagen. Republik. Das Render, die. Willkommen! So, jetzt verstrecken. So. Polio haben wir hier. Anwesenheit wurde hier verlangt. Statska. Zala. Ich muss niesen! Will ich niesen. Das kitzelt. Geil, stimmt. Okay. Kitzelt nicht mehr. Stimmt. Das hat er jetzt gesagt. Arbeit, ein halbes Jahr. Polio haben wir hier. Ja. Das kann schon mal weg. So. Kam aus Republien. Den Namen habe ich schon. Hohe Stirn, ja. Zeit stimmt. Und auch. Ah, hier, nehmen Sie Ihre ganzen Zettel. Was? Ach, scheiße. Oh, Kriminellen durchgewunken. Kacke! Nein! Nein! Sie können nun allein nach Afghanistan flüchten. Ich kann nicht. Meine Friends, meine Familie. Naja. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein!